Wow! Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Sehen wir! Da drüben kommt er raus! Miau und Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zurück bei den Junkie Monkeys. Ich bin die Kitty. Wir zocken weiter Rise of the Tomb Raider und natürlich geht's mit der Hauptstory weiter. Deswegen würde ich mal sagen, drücken wir mal auf den roten Knopf. Das Tor geht auf. Jacob, ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Spür gar nichts. Erstmal hier alles absuchen, ne? Ihr kennt mich ja. Guck mal hier. Dietrich! Wuhu! Stellen Sie sich neben dem Pfosten, um eine Seilbrücke zu schaffen. Okay, schon wieder Gift. Voll. Da hoch, okay. Maustaste, alles klar. Nix mehr, ne? Gell? Sorry, das war meine Chipshüte, die gerade geknackt habt. Ihr habt das nicht gehört. Hier, hier und hier. Jetzt? Erna, ich muss da reinkommen. Scharfschützen und Kundschafter. Tu das. Wir müssen ein großes Gebiet abdecken und Trinity will das Artefakt so weit wie möglich. Jacob, was macht er da? Scheiße. Vorsichtig, Lara. Ihre Aufzeichnungen sind recht überzeugend, aber ich will selbst in die Probleme. Und Kraft? Wir lassen sie am Leben. Vorher. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe, was ich geopfert habe, was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut, zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir, all das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Schwester? Immer. Was tun Sie?
Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier, ich finde sie! Wir müssen sie finden. Weitersuchen. Sie müssen hier irgendwo sein. Okay. 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 Ich muss hier irgendwie raus. Unterwegs. Na toll. Verdammt, ich muss hier raus. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren, das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Schlange! Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Ups.
Meine Fresse, er kriegst erst meinen Herzinfarkt hier. Wo ist der Typ hin? Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Nö. Bin ich voll dagegen. Da unten liegt er. Ein Rucksack. Geheimnisse entdeckt. Ja, super. Ich glaube, irgendwann muss ich nochmal zurückkommen. Jacob! Lara, passen Sie auf! Sie sind überall! Sie werden Probleme bekommen! Da ist er! Erledigen Sie! Verdammt! Scheiße! Ja, und da meldet sich wieder mal mein Arbeitsspeicher. OBS, Tomb Raider und Steam sind keine gute Mischung für den. Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Erstmal haben wir zwei Fähigkeitspunkte. So, was sehen wir denn? Handwerksmeister. Okay. Hatten wir nicht irgendwann mal sowas von wegen... Ich glaube, wir nehmen das hier. Stellen Sie in Basislagen das große... So. Ja, das nehmen wir. Achso, ich habe noch einen. Ach ja, okay. Moment, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. 255. Okay, dann muss ich eindeutig mal hier ein bisschen was machen. Obwohl hier weniger ist, ne? Aber nur 3. Okay, alles klar. Dann nehmen wir den Ausweichkonter. So, jetzt müsste ich ja hier Ausrüstung. Weil Dietrich. Aha! Das.
Das glitzert. Bella. Glitzerfell. 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 Was ist denn Glitzerfell zur Hölle? So, Waffenupdates. Todesatem. Ah. Von den ganzen Bogen, die ich schon. Weiße Witwe. Leuchtfeuer. Und so quasi. Todesatem. Und das war der, den ich vorher hatte, ne? Gehen wir mal von dem aus. Die beiden bin ich gerade am Sammeln, genau. Okay, die weiße Witwe ist im Endeffekt genauso wie der Begrufboden. Um den Todesatem. So. Ich warte jetzt erstmal, bis ich da irgendwie eine Verbesserung mache. Irgendwo war doch hier so was Glitzerfell. Kriege ich raus, was Glitzerfell ist? Fell? Öl? Bildschwein? Ah, Glitzerfell. Exotisches Fell. Dichtes, stabiles Material für die Herstellung hochwertiger Ausrüstung. Gewonnen von weißen Wölfen, die nur nachts auftauchen. Hirschen, die bei schönem Wetter hervorkommen, und Großkatzen. Großkatzen. Toll. Ups, falsche Taste. Und da sind wir wieder. Ich glaube, so schnell hintereinander was zu machen, mag der nicht. So. Okay. Wie wär's, wenn wir uns erstmal umziehen hier? Sonst friert ihr sich hier noch den Arsch ab. Das hier? Nee, war natürlich nicht hier. Ah, hier. Haben wir denn jetzt schon mehr Klamotten? Tatsächlich, ne? Wir haben mehr Klamotten, glaube ich. Okay. Schaden des Raubtiere. Das hatte ich vorher an, genau. Genau. Feuer von Pfeilen. Das hatte ich, das hatte ich, das hatte ich. Nein. Nein. Nö. Oder auch nicht. Ich glaube, wir bleiben trotzdem erstmal dabei. Ich will natürlich dann dieses Glitzerfell haben, ne? Und vielleicht habe ich ja irgendwann mal Glück und kriege das einfach so. Ganz grün geleuchtet. Er ist tot! Er hat ihn auf!
Feuer und Erkältungsfeuer. Jetzt! Feuer, konzentrieren! Wow! Werfe eine Granate! Noch eine! Hässliche kleine Ratte. Noch einer! Gesichtet. Sie ist allein. Ausschwärmen und Beeilung. Drecksäcke! Mann, ey! Oh, geht's allen gut? Okay, mir auch. Zwischendurch kriegt man ja schon so einen leichten Herzinfarkt, ne? Ich glaube. War hier noch irgendwas? Oh ja, ganz viel. Komme ich da wieder hin? Ups, im Kreis laufen. Jetzt bin ich voll. Fangen wir da. Wo ist er das? Oh. Man müsste ja dann jetzt in diese Richtung, genau. Hier, wo ich sowieso hin muss, quasi. Wenn ich das jetzt runterziehe, gibt es auch. Oh. Bum, bum. So, dann haben wir das nächste in... Jesus. Trinity. Ei,
Friedewitzka, ist hier was los, sag ich euch, Leute. Ist der Hammer. Was ist hier passiert? Kann ich die noch ausplündern? Unter mir quasi, oder wie? Hier ist auch ein Dokument, ne? Oh. Ist hier oben? Ach, da. Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit auserwählt wurde. Meine Stigmata kribbeln. Sie erinnern mich an meinen höheren Zweck, meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck. Ich war ein Kind, ohne Ahnung vom Bösen der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen wie meinen eigenen Händen. Du Scheiße. Jacob, ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Ich würde dies als Nein nehmen. Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Trinity. Ja, durch das Symbol sehen wir das, ne? Das Trinity, eindeutig. Eindeutig. Noch ein sowjetisches Schild. Weiß ich nichts. Feinde müssen für ihre Verbrechen büßen. Etwas makaber. Da-dü-da-da. Geht schon. Leuchtet immer noch rot. Okay. Wow. Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Kommt raus! Kommen Sie dem Helikopter, ja, super. Ich drücke Umschalt! Flachsen, ey.
Jesus, Maria und Josef. Okay, das war's. Ich bin an dem Seil, glaube ich, vorbeigesprungen. Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in dem Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht? Das ist ein cooler Typ. Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Und ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity... das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Constantine und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg. Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine.
Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Okay, ja. Okay, ich habe halt das DLC gekauft, Baba Yaga, ne? Der Tempel der Hexe. deswegen könnte ich das jetzt quasi auch spielen. Mit rosa Markierung auf der Karte dargestellt, in der Sowjetunion, da gewartet eine neue Mission auf sie. Okay. Jacob, sind Sie da? Und schon wieder hat die nur so ein leichtes Zeug an. Wo ist er? So, wo sind wir denn? Da ist... Was zur Hölle? Warum kann ich das nicht, Hölle? Ich will dahin. Unruhen im Sägewerk. Untersuchen Sie Trinity's Anwesenheit in Sowjetunion. Ja, aber hier war ja auch eine Höhle, wo ich nicht reingekommen bin. Und ich würde gerne auch die anderen Sachen noch einsammeln. Aber deswegen würde ich einmal... Das ist schon gruselig irgendwie, wenn mir das jetzt so angezeigt wird. Aber deswegen würde ich erstmal sagen, machen wir erstmal hier einen Cut. Immerhin ist die Folge jetzt sowieso schon wieder mal länger geworden, als sie eigentlich sollte. dickes, fettes Sorry. An die Leute, die sich nicht daran gewöhnen können, dass die Folgen bei mir etwas länger werden, wenn ich Tomb Raider spiele. Sorry. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Mit einem Daumen nach oben, einem Kommentar und natürlich, ganz wichtig, einem Abo. Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge auf die Suche nach den ganzen Dingern hier. Gehen wir in die Höhlen hier rein. Das machen wir später. Vielleicht doch, da kommen wir noch hin. Hier kommen wir jetzt auch, wie viel Geld haben wir? Hartholzperlen. Da, 80. Und dann könnten wir rein theoretisch die Münzverstecke ausheben. Wenn wir die dann haben, dann können wir ja aber ein bisschen mehr Geld. Dann können wir da vielleicht ein bisschen was kaufen. Ja, okay. Das wär's erstmal von mir. Bis zur nächsten Folge. Eure Kitty Croft.